Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem Spezialtransport DLC, was wir natürlich heute wieder fahren werden. Und natürlich auch hier mit Lenkrad ist am Start. Aber was wir als erstes machen, ihr habt in der letzten Folge, auf jeden Fall in den letzten beiden Folgen schon sogar reingeschrieben, wie wir weiter fortschreiten sollen mit unserer eigenen Firma. Und das heißt, wir werden unsere Firma ein bisschen erweitern um ein paar Stellplätze. Dafür müssen wir aber erstmal, glaube ich, Geld wieder, erstmal Kredit holen. So, wir nehmen den 400.000 Euro Kredit, ganz genau, das bestätigen wir. Damit haben wir fast 500.000 Euro jetzt als Kredit schon aufgenommen und gehen jetzt nochmal in den Firmenmanager und versuchen jetzt hier weitere Garagenstellplätze hinzuzufügen. Ich bin mir auch gar nicht... Ah, hier aufrüsten, genau, da geht's. Möchtest du deine Garage für 180.000 Euro ausbauen? Durch den Ausbau wirst du zwei weitere Garagenplätze erhalten. Ja, perfekt. So, das hätten wir geschafft. Und ich glaube, wir werden jetzt direkt zu unserer Garage hin teleportiert. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber könnte gut sein. Oder es zeigt uns nur ein Filmchen. Oh ja, sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus als vorher. Aber, naja, wir sind ja eigentlich sowieso nie da, also wie es aussieht, ist im Prinzip egal. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt gehen wir zum LKW-Händler. Und zwar kaufen wir uns nochmal einen Mercedes. Wir können gerne auch später nochmal andere LKWs kaufen. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was wir uns noch irgendwie holen könnten. Weil irgendwann... Gibt es ja, weil wir haben ja jetzt dann noch einen freien Stellplatz, da können wir uns quasi dann noch einen besseren LKW holen und wir geben den dann noch an einen weiteren Mitarbeiter ab, den wir uns dann holen können. So, verfügbar ab Level 14, das ist schon mal schlecht. Wir haben den hier, der hat 320 PS, der hat hier schon 421 PS, also ganze 101 PS mehr. Also wäre auf jeden Fall schon eigentlich ein bisschen besser, hätten wir ein höheres Level, aber haben wir halt noch nicht. Aber ich würde sagen, wir können hier nochmal die Ausführung ändern. Der sieht auf jeden Fall schon, der sieht schon krasser aus. Also der andere war ja so wirklich ganz, ganz kleines Ding. So, da können wir noch nichts weiter. Hier können wir auch noch nichts weiteres, besseres nehmen. Aber ich glaube beim Motor. Nee, können wir auch nicht, bei dem nicht. Ach, das war das alles bei dem kleineren, wo man... Aber hier, ist das hier der... Ja, keine Ahnung, da können wir auf jeden Fall aber was Besseres nehmen. Wobei, was macht er? Doch, der ist im Schwergut, ist er dann besser. Doch, ja, okay, dann nehmen wir das auf jeden Fall. So, ab in den, wie mache ich das? Bestätigen? Warenkorb? Ich möchte nicht beides in den Warenkorb. Hä, ist das dumm? Muss ich jetzt quasi alle Änderungen verwerfen? Naja, doch, aber der Aufpreis stimmt schon so, glaube ich, mit 6.000, das passt ja. Das ist, wird da, glaube ich, einfach nur ein bisschen komisch dargestellt. Aber, warte, wir gehen nochmal in Ausführung ändern, weil... Aha! Aha! Ja, so soll es sein. Ja, ich weiß nicht, wir gehen nicht so häufig in die Außenperspektive. Da, wir wollen erstmal noch nicht unnötig Geld, Geld verschwenden. Beifahrerschild, Standardschild, geht auch nichts anderes. Oh! Oh, das haben wir noch nicht frei. Schade, sonst können wir so ein Blinklicht und so oben drauf haben. Das wäre eigentlich voll geil. Okay, alles Mögliche, alles noch nicht frei. Da müssen wir ein bisschen mehr zocken. Vielleicht mal wieder einen Livestream machen. Der ist ja ultra gut bei euch angekommen. So, da würde ich sagen, der kostet jetzt Listenpreis 111.000. Wert bei Inzahlungnahme. Was? Der Wert von dem LKW, dadurch, dass wir ihn allein kaufen, geht fast um die Hälfte runter. Der ist dann nur noch... 60.000 wert? Oder wie verstehe ich das jetzt? Kauf oder Listenpreis kaufen und Zahlung geben? Hä? Was? Wo ist der Unterschied? Kaufen. Okay, unser neuer LKW steht jetzt in Hamburg. Auch gut. So, dann jetzt LKW-Manager. Dann Arctros, New Arctros. Der New Arctros, den will ich jetzt. Standard aufrüsten, einsteigen. Ganz genau, bist du sicher? Ja, bin ich. So, so sieht das aus. Wir können ihn uns natürlich auch mal von außen anschauen, wenn ich noch weiß, auf welcher Taste ich das habe. Ah, hier. So sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall schon deutlich, ein deutliches Stück größer als unser alter. Das ist schon ziemlich nice. Wir sind jetzt in Hamburg, müssen natürlich jetzt
gleich, wenn wir Spezialtransport, Schwertransport wieder fahren wollen, in eine andere Stadt fahren. Das mache ich aber auch sofort. Aber als allererstes müssen wir quasi irgendwie noch ja, eine Arbeitsagentur in Dortmund sein, in Kassel. Haben wir schon welche entdeckt? Fahrer einstellen. 1,7, 0,8 scheint beides, beide eine echt. Was? Das ist ein Mann? Oh, alles klar. Scheinen beide sehr schlecht zu sein. 301 Gehaltsvorstellung, Lieferung 10,59 € pro Kilometer. Naja, was Besseres haben wir halt noch nicht. Können wir ja später irgendwie noch rauswerfen. Können wir mal in die Kommentare schreiben, ich habe echt keine Ahnung. So, der soll den LKW nehmen. Ja, steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Können wir mal reinschreiben, wie man irgendwie noch bessere Mitarbeiter bekommt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, von Hamburg nach Dortmund fährt sogar auch, ist ja auch ein Rad da dafür, 23 Tonnen. Ich meine, was war das davor? War das 40 Tonnen oder wie viel war das? Aber das war, ja, naja, auf jeden Fall. Das hier bringt viel Geld, 9.000. Und wenn wir in Dortmund angekommen sind, können wir den nächsten für fast 13.000 und den bringen wir wieder in Richtung Hannover. Das wird wahrscheinlich so ziemlich die ähnliche Strecke sein. Aber diesmal ist es was anderes. Ach, warte, das war sogar das. Ja, das war genau dasselbe. Also nicht dasselbe, aber halt von dem gleichen Ort zum anderen gleichen Ort. So, auf geht's. Erste Fahrt mit unserem neuen LKW. So, und jetzt nicht direkt kaputt machen. Ja, ich muss ein bisschen anders fahren, merke ich gerade. So, gleich mal 100 PS mehr am Anfang. Und ich bin echt gespannt, was unser Mitarbeiter so schafft. Und dann haben wir jetzt mal, ja, aber auch schon was, womit wir ordentlich was verdienen. Aber wir haben halt auch einen Kredit, den wir ordentlich abzahlen müssen. Ne? Das ist natürlich auch ein Problem. So, da hinten steht der Auflieger, mit dem wir fahren müssen. Da müssen wir jetzt einmal drehen, damit wir da auch richtig drankommen. So, und übrigens auch immer noch mit dem alten Lenkrad, falls ihr euch das fragt. Mal gespannt, wann ich mir tatsächlich ein neues hole, um dann wirklich ganz vernünftig fahren zu können. Aber halt momentan ist es halt einfach noch nicht drin. Das ist die traurige Wahrheit. So, Gang 2 schalte ich erstmal. Das ist jetzt nicht sowas ganz Schweres, ne? Und wir haben außerdem einen besseren LKW, da können wir auch schon mal persönlich in Gang 1 anfahren. Bei dem Spezialtransport war das wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir im ganzen Gang 1 anfahren. Alter, Gang 1 anfahren. Ja, schon blinkt. So, wir dürfen jetzt nicht mehr über Rot fahren, so wie wir es noch in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen durften. Müssen wir uns an alles halten. Alter, nur rote Ampeln, Leute, ich schwöre, ich bin jetzt an 100, gefühlt 100 roten Ampeln vorbeigekommen. So, unterschalten, Gang 3 anfahren. Oh, das ist der perfekte Gang zum Anfahren. Ich sage euch, ich nicht ganz so viel schalten. Wieso ist hier die ganze Zeit nur 50? Das gibt's doch gar nicht. Aber wir dürfen jetzt hoch auf die Autobahn beschleunigen und scheiß drauf. Ich muss Gas geben, um den Berg hier hochzukommen mit diesen, weiß ich nicht, wie vielen Tonnen, 28 Tonnen waren es, glaube ich, die wir hier schleppen. Aber immer noch gute Umdrehung. Im Gang 9. Boah, das klappt, Alter. Diese Zugmaschine. Die hat es in sich. Dann können wir direkt mal auf Gang 10 hochschalten. Ja, wie gesagt, mit dem Lenkrad muss man so viel korrigieren. Ich fühle mich, als würde ich mit dem Controller spielen. Macht aber gar nichts. Ja, doch, also doch, es macht schon was. Aber wir haben das Lenkrad ja schon doch ein bisschen besser jetzt eingestellt. Also ganz viele Unfälle sollen nicht mehr passieren. Trotzdem ist es natürlich nicht angenehm. Also es ist so ein bisschen epileptischer Anfall. Für den Zuschauer auf jeden Fall. Für mich nicht. Für mich ist es nur sehr, sehr anstrengend. So, der Tempomat ist drin. Mit angenehmes Fahren und wir müssen 287 Kilometer. Von Hamburg bin ich noch nie nach Dortmund gefahren, aber ich bin von Braunschweig in echt schon, also in echt, von Braunschweig in die Nähe, zumindest von Dortmund gefahren nach Köln. Weil ich in Dortmund auch schon war, im Fußballmuseum war ich zum Beispiel schon. Also ein Zeug habe ich auch schon in Dortmund gemacht, aber häufig war ich noch nicht. Ich glaube, ich war erst zweimal in Dortmund. Also wir sind müde. Ich will eigentlich auch keine Strafe zahlen, aber wenn hier irgendwie ein Rastplatz direkt wäre, dann würde ich den auch nutzen. Aber hier ist gerade momentan leider einfach keiner. Irgendwie tankstellenmäßig ist ja alles ganz schlecht. Ich meine, wir müssen erst in 1200 irgendwas Kilometern tanken und so weiter.
Also das ist echt kein Problem, aber wie gesagt, da sind ja normalerweise auch dann so Rastplätze, wo man halt rasten kann. Und das brauche ich halt. Nur das wird knapp. Durchgezogene Linie, egal. Was? Schon wieder? Mann! Leute! Können wir da noch nicht so drauf fahren? Was geil wäre. Oh, Kreditraten. Aber sind ja, haben ja noch 116.000. Können theoretisch bald noch ein LKW. Das können wir eigentlich echt machen. Irgendwie direkt noch einen Fahrer einstellen. Macht ja eigentlich auch voll viel Sinn, weil dann verdienen wir ja insgesamt mehr, auch wenn die schlecht sind. Aber wie gesagt, schreibt mal unbedingt in die Kommentare. Dann holen wir in der nächsten Folge, je nachdem, in wie viele Folgen ich das hier cutte, die Fahrt, dann holen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Holen wir uns dann vielleicht, wenn ihr sagt, okay, das wäre voll schlau, noch einen Mitarbeiter. Wie gesagt, ihr habt mir ja wahrscheinlich sowieso schon in den Kommentare geschrieben, wie man gute Mitarbeiter bekommt. Und dann wäre das auf jeden Fall der nächste Schritt, glaube ich, mit den verbleibenden 116.000 noch einen LKW zu kaufen. Einen dritten Anfangs-LKW halt, wo dann wieder so ein Billo mitfahren kann. Hier, ja, ja, okay, machen wir. Wir wollen keine Strafe zahlen. Oh, ein langsamer Brummi vor uns. Ich will doch hier nur abfahren, Digga. Und parken. Wo kann man denn hier parken? Oh Gott. Ist das hier die Parkmöglichkeit? Gang. Ah ne, warte, schlafen ist da vorne irgendwas angezeigt. Ich hab gefunden, wie das hier. Gott. Nein, 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 nein. Ja, ist schlafen irgendwie. Ah, ich sehe. Oh. Das wird aber knapp. Oh, da ist ein anderer LKW, der hier tanken will jetzt. Das hier sind die LKW-Parkplätze, kann das sein? Das ist weiter vorfahren, Alter. So. Ich will den LKW nicht kaputt machen. Scheinbar ist das hier. Oder kann ich mit dem LKW. Kann man in dem nicht schlafen, oder? Ah! Ah! Toll, jetzt haben wir das natürlich mitten in der Nacht. So. Licht ist an. Oh, da hat irgendwer, glaube ich, Geld eingebracht. Ah, ja, guck mal, wir haben ein paar tausend dazu bekommen gerade. Sehr gut. So. Motor an. Wie mache ich. Ah, so. So, Rückwärtsgang. Und jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Und. Vollgas! Gib alles! Um auf die Autobahn zu kommen. Oh Gott! Beschleunigen! Hochschalten! Beschleunigen! Ah! Oh. Der LKW holt zum Überholvorgang aus. Oh, scheiße. Muss aber auch rüber. Sorry. Oh, hier müssen wir schon abfahren. Sind auch nur noch 26 Kilometer. Kassel und Dortmund ist hier ausgeschildert. Oh, jetzt müssen wir runterbremsen und auch ein bisschen schalten und bremsen und schalten und bremsen und schalten und links blinken. Und. Oh, der hätte jetzt auch wer kommen können, theoretisch. Oh, nochmal runterschalten. Aber ihr wisst ja, wenn ich nicht gucke, dann kommt da auch keiner. Das ist mein Motto. So, jetzt nur noch abbiegen und dann sind wir da. Komm, vor dem schleichen wir noch dran vorbei. Zack. Easy. Gut verdientes Geld, dann müssen wir gleich. Oh, wir müssen eigentlich gleich mega viel Geld haben. So, ja, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. So, könnte sogar sein, dass das alles in einer Folge ist. Die Aufnahmesession geht gerade knapp eine halbe Stunde. Und wenn ich das schneide, kann das eigentlich ganz gut sogar irgendwie innerhalb von 20 Minuten oder weniger sein. Das wäre ganz angenehm. Wenn das jetzt nicht nur eine Folge wäre. So, absatteln und. Jawohl, zufriedenstellen, naja, wegen halt, wie viel Prozent Schaden? 2%, wegen zwei so Fackern, die mir hinten drauf gefahren sind. Mann, ich hab doch früh genug geblinkt. Mann, okay, egal, aber fast Level 4, also das heißt, nächste Folge werden wir Level 4. Und ja, das waren die ersten 338 Kilometer quasi, mit unserem neuen LKW. Und unser neuer Fahrer hat auch schon Geld verdient, ich bin super gespannt auf eure Resonanz und ich freue mich auf den nächsten Schwertransportauftrag. Also.
Haut rein. Ciao.